Ich möchte gerne mit Ihnen darüber nachdenken, wie wir unsere Kinder vor den Corona-Maßnahmen schützen können. Es ist ja einfach auch so, dass wir die Kinder ja gar nicht vor Corona schützen, sondern in Wirklichkeit schützen wir mit diesen Maßnahmen uns davor, dass wir an Corona erkranken. Die Kinder erkranken sehr selten und deshalb müssen wir uns fragen, wie die Kinder mit diesen Maßnahmen umgehen, was das mit ihnen macht. Und was wir sehen, ist ja, dass die Kinder unglaublich brav sind. Also die geben sich eine riesige Mühe, diese Regeln und Verordnungen alle einzuhalten. Die meisten jedenfalls. Das heißt, die Kinder haben ein unglaubliches Verantwortungsgefühl und zeigen uns das auch. Die wollen doch natürlich draußen rumtoben. Die wollen sich mit ihren Freunden treffen. Die wollen gemeinsam was unternehmen. Die wollen auf den Spielplätzen spielen und sich verabreden. Die brauchen die anderen und den Umgang mit den anderen, weil man doch als Kind auch nur lernen kann, wie man mit anderen zurechtkommt, wenn man auch wirklich die Gelegenheit hat, mit diesen anderen zusammen zu sein. Und das ist den Kindern ja ein Riesenbedürfnis. Das sind ja diese großen, tiefen, lebendigen Bedürfnisse, mit denen die Kinder auf die Welt kommen. Und in dem Augenblick, wo sie versuchen, diese Maßnahmen einzuhalten und sich nach den Regeln zu halten, die wir ihnen auferlegen, damit sie das Coronavirus nicht verbreiten, müssen sie versuchen, diese Bedürfnisse zu unterdrücken. Nun könnte man sagen, das ist ja nicht weiter schlimm. Unterdrückt man mal das Bedürfnis. Aber das kann man nicht einfach so unterdrücken. So ein tiefes, inneres, lebendiges Bedürfnis, das muss man richtig förmlich in sich bekämpfen. Das muss man so lange unterdrücken, bis im Hirn Vernetzungen entstanden sind, hemmende Verschaltungen, die sich über diese Bereiche und Netzwerke im Hirn legen, wo diese lebendigen Bedürfnisse generiert werden, wo die entstehen. Und erst wenn das gelungen ist, dann kann das Kind Maßnahmen einhalten und sich genau so verhalten und so funktionieren, wie wir das von ihm erwarten. Aber dann hat es eben auch dieses Bedürfnis nicht mehr. Und vielleicht unterschätzen wir auch, wie wichtig diese Bedürfnisse sind, die wir Menschen haben und die vor allen Dingen unsere Kinder noch in dieser ganzen Lebendigkeit uns zeigen und die auch ausleben wollen. Vielleicht unterschätzen wir das sehr. Die KI-Experten, und es ist eigenartig, dass ausgerechnet die das herausgefunden haben, diejenigen Experten, also die künstliche Intelligenz in unsere digitalen Geräte einbauen, die also solche lernfähigen Softwares entwickeln, die haben festgestellt, dass diese Automaten und Roboter niemals so werden können wie ein Mensch, weil denen etwas fehlt, was nur wir haben. Und dreimal dürfen Sie raten, was das ist. Die haben keine Fähigkeit, ein Bedürfnis herauszubilden. Die spüren nichts. Deshalb funktionieren die so gut. Und wenn wir unsere Kinder in eine Situation bringen, wo die ihre eigenen innersten lebendigen Bedürfnisse unterdrücken müssen, um das alles zu machen, was wir von ihnen erwarten und sich so zu verhalten, wie es vorgeschrieben ist, dann können die das nur, indem sie ihre Bedürfnisse unterdrücken und damit den digitalen Geräten eigentlich immer ähnlicher werden. Die funktionieren auch nur deshalb so gut, weil sie keine Bedürfnisse haben. Und wenn man keine Bedürfnisse hat, wenn man keine Bedürfnisse mehr spürt, weil die im Hirn gehemmt sind, dann hat man auch nicht
macht man auch keinen Versuch, irgendwie eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie sich dieses Bedürfnis stillen lässt. Das ist ja gar nicht da. Und wenn man keine Vorstellung davon hat, wie sich ein Bedürfnis stillen lässt, dann kann man auch nicht den Willen aufbringen, es umzusetzen. Das alles können diese digitalen Geräte, diese Roboter und Automaten eben nicht. Und das unterscheidet uns von diesen Geräten. Und es ist wichtig, dass wir dieses, was uns zutiefst als Menschen auszeichnet, dass wir Empfindungen und Bedürfnisse haben, die wir dann auch verwirklichen wollen, dass wir die bewahren, dass die uns nicht verloren gehen. Es ist schon schlimm genug, wenn sie uns als Erwachsene allmählich verloren gegangen sind, aber bitte nicht schon bei den kleinen Kindern, bei den Schülern und den Jugendlichen. Indem wir von unseren Kindern verlangen, dass sie sich an diese Maßnahmen halten, nehmen wir in Kauf, dass die ihre lebendigen Bedürfnisse unterdrücken. Wenn ich als 60 oder gar 70-Jähriger für ein Jahr lang mal meine lebendigen Bedürfnisse unterdrücke, die Maske aufsetze, mich genau so verhalte, wie das jetzt notwendig ist, dann ist das nicht weiter schlimm. Das ist ein Jahr in 50, 60, 70 Jahren, die jemand schon als Erwachsener alt geworden ist. Wenn ein 5-Jähriger ein Jahr sich an diese Regeln hält, die Maske aufsetzt, nicht mehr spielen geht, nicht mehr mit seinen Freunden zusammen ist, dann ist es ein Fünftel seines Lebens. Das ist so, als ob ein 50-Jähriger für 10 Jahre sich nur noch an diese Maßnahmen hält und nur noch so funktioniert, nur noch sich so verhält, wie das vorgeschrieben ist. Wenn Sie meinen, das sei alles nicht so schlimm und so ein Bedürfnis könnte man auch mal unterdrücken und das sei ja für einen guten Zweck und das sei den Kindern ja auch mal zuzumuten. Und sie machen das ja auch so toll und wir freuen uns ja auch, dass sie das so wunderbar hinbekommen. Wenn sie meinen, dass das alles okay ist, dann würde ich vorschlagen, dass sie jetzt abschalten. Dann brauchen sie den Rest nicht mehr zu hören. So, sie sind noch da. Also sind sie der Meinung, dass wir unsere Kinder schützen sollten vor dieser Gefahr, dass sie ihre eigenen tiefsten inneren lebendigen Bedürfnisse begraben und dann so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Und wenn Sie nun aber der Meinung sind, dass das diejenigen machen sollten, die Sie für kompetenter halten, die das vielleicht gelernt haben, die dafür bezahlt werden, dann können Sie jetzt auch abschalten. Dann brauchen Sie den Rest auch nicht mehr zu hören. So, die jetzt noch da sind, sind offenbar der Meinung, dass es schon gut wäre, irgendwas zu tun. Den Kindern zu helfen, dass sie aus dieser Problematik herausfinden. Und dann meinen sie vielleicht, und das ist ja auch sehr richtig und naheliegend, dass sie das gemeinsam mit anderen machen sollten. Ja, das muss man gemeinsam versuchen. Aber wenn es ihnen egal ist, mit wem sie das gemeinsam machen, wenn Sie nur noch darauf schauen, wer alles sich gegen irgendwas zu wehren versucht und wenn Sie nicht nachprüfen, ob diese anderen tatsächlich das nicht aus irgendwelchen anderen Gründen machen und dass das andere sind, denen das Wohl dieser Kinder überhaupt nicht am Herzen liegt, sondern irgendwelche anderen Interessen und Sie deshalb trotzdem sich mit denen zusammenschließen, dann sollten Sie jetzt auch abschalten, dann ist der Rest, den ich Ihnen noch sagen wollte, umsonst. So, jetzt sind möglicherweise nur noch wenige da, aber diejenigen, die jetzt noch da sind, die wollen wirklich selbst mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, etwas dafür tun, dass unsere Kinder aus dieser Notlage befreit werden und nicht länger gezwungen sind, ihre lebendigen Bedürfnisse zu unterdrücken. Sie wollen dann auch nicht, dass diese Kinder den digitalen Geräten, die sie bedienen, immer ähnlicher werden und dass sie genauso perfekt funktionieren, weil sie keine Bedürfnisse mehr haben. Wenn das so ist, dann sollten Sie nichts weiter in den Mittelpunkt stellen als diese Bedürfnisse Ihrer Kinder
und nicht länger darüber diskutieren, was es alles für Maßnahmen gibt und wie die nächsten Maßnahmen aussehen, die noch beschlossen werden. Schauen Sie sich Ihre Kinder an und überlegen Sie, wie Sie denen helfen können. Ja, und das ist ja eigentlich ganz einfach. Nehmen Sie sie einfach in den Arm. Fragen Sie, wie es Ihnen geht. Fragen Sie, was Sie für das Kind tun können. Nehmen Sie das ernst, was Ihr Kind Ihnen erzählt. Haben Sie Vertrauen zu Ihrem Kind. Und dann machen Sie irgendwas mit dem Kind, was dem Kind Freude macht. Spielen Sie mit ihm, tanzen Sie mit ihm, singen Sie mit ihm, musizieren Sie mit ihm, gehen Sie mit ihm raus. Versuchen Sie, all das zu tun, was das Kind dazu bringt, dass es seine lebendigen Bedürfnisse tatsächlich wieder spüren kann und dann zumindest mit Ihnen leben kann und stillen kann. Dann ist es nicht so schlimm, wenn es das mal vorübergehend in der Schule oder im Kindergarten tun muss. Und leicht fällt Ihnen das dann, wenn Sie nicht nur liebevoll zu Ihrem Kind sind, sondern wenn Sie auch ganz liebevoll zu sich selbst zu sein versuchen. Gehen Sie einfach etwas liebevoller mit sich selbst um. Dann werden Sie feststellen, wird alles leichter. Dann mögen Sie sich mehr. Dann regen Sie sich nicht mehr über so viel auf. Und dann sind Sie auch näher bei Ihrem Kind. Und auch das, nämlich dieser liebevolle Umgang mit sich selbst, überträgt sich dann auch auf Ihr Kind. Und wenn Sie liebevoller mit sich selbst umgehen und wenn das Kind das auch versuchen darf, dann wird das Kind auch achtsamer für seine Bedürfnisse. Es nimmt dann wieder feinfühliger wahr, was es eigentlich in sich spürt. Und dann können Sie mit ihm gemeinsam darüber nachdenken, wie sich diese Bedürfnisse stillen lassen, auch in Corona-Zeiten. Ich danke Ihnen.